Willkommen bei der S-H-A-R-L-A-U-R-O-W-L-E-Q-S-Show. Ich hoffe natürlich wie immer, ihr habt Bock und es ist heute gibt's Krankes. Letzte Folge Villa gebaut. Diese Folge zeige ich euch gleich, was passiert. Erstmal noch eine kurze Info, denn ich hatte ja mal eine Black Scar geknetet aus Fimo. Und es hat tatsächlich einer versucht nachzumachen, Alter. Richtig geil. Props gehen raus an Marshmallow Fox. Außerdem werde ich gezwungen, euch zu fragen, ob ihr Overwatch sehen wollt. Wollt ihr alle nicht? Bitte. Können sie auf jeden Fall abstimmen. Ihr habt jetzt noch 5 Sekunden zum Abstimmen. 5, 4, 3 und go, fertig. Jetzt kommt direkt die nächste Abstimmung. Zack, da ist es schon. Und zwar für Ark. Wer von euch hätte denn nämlich Bock auf Ark? Wenn nämlich im Monat das neue DLC kommt, wäre ich wäre ich auf jeden Fall am Start. Es wird saugeil, Jungs. Und heute, was habe ich mir überlegt zu bauen? Man gehe aus der Burg und ich dachte mir, alles klar, hier fehlen noch so ein paar Häuslis. Wie ich das hier so drum bauen will, weiß ich noch nicht genau. Da oben kommt auf jeden Fall was hin, habe ich mich entschlossen. Und vielleicht baue ich tatsächlich da, wo jetzt der Turm steht, Saurons Auge hin. Und hier die Ananas von SpongeBob. Spaß. Also man geht so aus der Burg raus und dann habe ich mir gedacht, geht hier doch so ein Weg schon lang. Weil man sieht ganz klar den Weg, Jungs. Guckt ihn euch an. Es ist eindeutig, dass genau hier unser nächstes Dorf hin soll. Dann geht man nämlich hier lang und hier. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Nee, ich bin richtig. Und kommt dann nämlich letztendlich hier raus. Und hier habe ich jetzt Krankes vor. Tadadada. Denn in meinem Kopf lauern Visionen, von denen ich mal hier eine Ahnung habe, von denen nicht mal der Schnuckmann eine Ahnung hat. Also ich will hier ein Dorf bauen. Das ist so der Plan. Und angefangen soll es mit Gedöns und Gedöns. Hier werde ich primär diesmal aus Holz am Start sein. Einfach weil Holz so eine Niceigkeit von Material Burial ist. Wirkt jetzt vielleicht alles noch so sehr, aber Sharks, was wird's denn? Mäßig. Du, ich versteh's, Dude. Ich versteh's. Aber ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. War ein dummer Spruch, ich weiß. Das werden hier jetzt, ich habe mir so ein kleines Design so ein bisschen schon ganz grob überlegt und das werden halt jetzt hier so kleine Klumpenhäuser, also so nenne ich sie. Was das jetzt mit letztendlich Klumpen zu tun hat, halt eher weniger, klar. Muss man auch logischerweise dann sich eingestehen. Es soll halt letztendlich einfach nur eine nice Hütte sein. Einfach eine nice Hütli mit so ein bisschen Hüten drauf. Zack, guckt euch an. Ich weiß tatsächlich gar nicht, hier könnte ich mir vorstellen, das Dach so zu bauen, weil es halt hier passt. Das heißt, hier müssten wir dann eine Hütte setzen, die halt so ist. Ach, fuck. Beziehungsweise hier müssten wir eine setzen, die so ist. Und daran müssten wir dann eine setzen, die so ist. Zack. Aber halt am besten auch noch hier hoch. Moment. Gleich versteht ihr den Twist. Und zwar zack da rein. Und zack da rein. Ich meine, guckt euch an, Leute. Es sieht halt wirklich aus wie so ein Haus. Natürlich vom Vorteil, wenn es aussieht wie ein Haus, sag ich mal. Und jetzt können wir die Ecke hochklappen und haben hier eine Lücke. Ist das nicht nice? Nee, schade, das ist nicht. Bitte baue es richtig. Ja, okay. Ich baue es schnell richtig. Es sieht halt wirklich jetzt experimentell aus, sag ich mal. Aber wer nicht experimentiert, der ist ein Spaß. Und die Bäume machen echt einiges her. Jetzt ist natürlich die Frage. Also das hier werde ich auf jeden Fall upgraden. Weil das ist jetzt der Clou. Hier soll übrigens auch noch eine Tür hin. Dahin. Zack. So, und jetzt bin ich überlegen, wie ich das Dach denn machen soll. Soll ich es so lassen? Ich glaube, ich habe eine kleine Idee. Ich glaube, ich mache alle Dächer auf Stufe 2. Lass aber die Randdinger auf Stufe 1. Dadurch entsteht nämlich was Ultimatives. Nämlich, ja, so, ne? Mittelultimativ. So, da noch ein Fenster rein. Hier noch ein Fenster rein. Das Fenster zu. Oder machen wir hier. Komm, hier machen wir auch ein Fenster rein. Und dann haben wir unser erstes Haus, was tatsächlich nicht so nice aussieht. Wie ich es irgendwie gedacht habe, ich grade das hier doch mal 3 ab, alles. Naja, auf jeden Fall wird hier unten noch ein Haus hinkommen. Aber ein etwas kleineres, schniekeres, sag ich jetzt mal. Das Konzept hier wird aber etwas leichter und zwar zack und zack und zack, MLG, zack, scheiß GG, fucking, fuck. Hier kriegt's eine Türin, ob, zack. Dort war Holländer, wenn ihr echter Holländer seid. Könnt ihr auch so sprechen wie ihr. Schaut euch an, man kommt ins Dörfle rein und sieht zuerst mal hier so ein Fachmannshaus. Leg jetzt mal Boden hin, weil ich glaube, dass das hier die Atmosphäre vernice hat. So, hier hat man dann das Haus. Hier unten sieht man hier sowas. Hier kommt jetzt auch professionell ein Lagerfeuer hin. Beziehungsweise es kommt rein. Bats, da ist es. Der Clou ist halt jetzt, dass wenn man in Sneakdorfhausen reinkommt, man erst hier durch ein Haus muss. Zack. Und hier soll man dann eigentlich am Ende in der Siedlung stehen. Ich werde auf jeden Fall hier ein Haus hinhauen, das so ein bisschen klein ist. Das wird so das Klassikerhaus, das jeder kennt, aber jeder scheiße findet. Weil es halt einfach nur ein 1x1-Block ist, ne? Ist halt nicht so nice. Würde hier aber gerne tatsächlich ein Geländer irgendwie einführen. Oder zumindest so, dass du mit dem Baum connecten. Hier lassen wir mal eine Lücke, weil es so natürlich ist. Natürliche Vibes dann gibt. Am besten für die Natürlichkeit. Ich überlege mir gerade, ob es vielleicht cool ist, wenn man hier so ein zeltähnliches Teil baut. Guckt mal. Ich glaube, das ist sogar gar nicht so scheiße. Um ehrlich zu sein, guckt mal. Und hier jetzt mit schönem bisschen Feuer. Lässt sich der Hase glatt sehen, ey. Leute, ich glaube, ich werde jetzt sowas wie einen Steinbruch bauen. Beziehungsweise eher so ein Fake-Steinbruch. Das trifft es besser. Und zwar werde ich dafür das hier nutzen irgendwie. So, ein Bogen. Hier gibt es da mal so ein Teil. Hier gibt es eine richtige Wand, dass so ein bisschen so ein löchriger Eindruck entsteht. Weil es ja nur so ein kleiner Kack-Steinbruch ist.
ist sozusagen. So, guckt euch mal an. Ich finde es tatsächlich, es wirkt so ein bisschen echt cool. Ja, wer kann schon sagen, er hat in seinem Sturmschild einen echten Steinbruch? Keiner, weil es halt auch kein echter ist. Logisch, logisch. Ich meine, guckt euch an, von außen sieht es halt wirklich aus wie ein geiler Steinbruch. Guckt mal. Man hat halt jetzt hier so das Zelt. Och, das Lagerfeuer ist aus. Da, dann stelle ich das am Ende nochmal rein. Hier haben wir halt so ein Steinlager. Da oben haben wir direkt Steine. Vielleicht, dass es hier so ein bisschen verrückt und zerrupt aussieht. Guckt mal, vielleicht kann man hier noch den Move machen. Nee, eher den Move. Genau, dann sieht es noch so ein bisschen kantiger aus. Durch dieses ganze Rumgehampel und Gedömpel hier sieht es halt wirklich aus wie so ein kleiner Steinbruch hier. Finde ich saugeil. Und hier links auch der Stein. Absolut geschmeidiges Erlebnis. Vielleicht kann man hier sogar noch echt was dran seppeln. Dann sieht es noch so besser aus, weil da noch der Stein hier einbezogen wird ins Gesamtbild. Denn Sharks ist ein Künstler. Jetzt muss ich natürlich nochmal Test reinkommen. Also hier geht's lang. Dann sieht man hier ein Haus. Da ist noch Karl. Hier geht's ins Haus. Hier im Haus setze ich einfach mal, damit so ein bisschen voller aussieht, Zeugs hin. Und auch hier an die Wand noch so ein Ding. Jetzt sieht es halt so aus, als wäre da irgendwie was, falls ihr versteht. Finde ich ganz cool eigentlich. Und genau dasselbe werde ich draußen auch noch tun. Und zwar werde ich hier eine Zacke so dran setzen. Textur, Jungs, Textur. So, hier sieht das Bild eigentlich schon ganz okay aus, wegen dem Zaun. Da erkennt man halt, okay, hier ist halt abgegrenzt dann. Könnte halt das hier noch upgraden und den Zaun dann wirklich, ich glaube, das mache ich. Und den Zaun dann bis hierhin vorziehen, weil dann sieht man halt den klaren Unterschied zwischen Haus und Zaun. Sieht man den ganz klar. So, da kommt noch ein Fenster rein. Dann sieht es ein bisschen mehr hüttenmäßig hier aus. Zack, Magpack. Hier mache ich auch einfach mal was rein, das so ein bisschen cooler, voller aussieht und nicht so leer wie so ein Haus nur. Dabei ist es ein Haus nur. Hier haben wir unsere Lagerstelle und hier den Steinbruch, den ich wirklich äußerst geil finde. Hier haben wir halt jetzt noch eine Lücke, wo man halt so komisch dann raus kann. Weiß ich nicht, wie ich das Problem löse. Und hier sieht es halt auch scheiße Carlos, wo ich jetzt bin. Scheiße Carlos. Dabei heiße ich gar nicht Carlos. Weiß ich auch noch nicht, was hinkommt. Und hier geht's runter. Ich werde hier so ein nices Ambiente schaffen. Und dafür ist es halt eigentlich wichtig, hier sein Zeug so abzugrenzen. Wartet mal. Und ich baue mal hier noch so ein Zelt deswegen rein. Aber diesmal halt nicht nur mit zwei, sondern mit so drei Dingern. Und es ist okay. Vielleicht können wir hier noch das machen. Guck mal, so eine Säule. Einfach, dass die Leute auch sehen, so, yo, es ist ja richtig ein Zelt, so und so nach dem Motto, yo. Hier kann ich das theoretisch auch noch schnell machen, mache ich auch. Da ist geilus, aber hier, da es fehlt noch was. Ich habe eine kleine Idee, weiß aber nicht, ob die wirklich klappt und ob die wirklich klein ist. Und zwar ist meine Idee noch ein Turm irgendwie, wobei der halt so gigantisch dann hier wieder in der Landschaft steht. Das ist halt dann jetzt mein Sörklein, Pupörklein. Aber bisher muss ich sagen, es geht eigentlich. Ich probiere hier jetzt so eine Halb-Action zu machen, dass man hier noch genau drauf kann. Dann gibt es einmal den von unten Check und von unten sieht es tatsächlich nice aus. Aber ein bisschen kräftig, ne? So ein bisschen groß, ein bisschen groß ist er. Der ist viel zu groß, Jungs. Scheiße. Ich überlege gerade, ob ich hier ein Rednerpult hinbauen soll. Ich versuche es einfach mal. Mal schauen, vielleicht sieht es ja richtig geil aus. Ganz spontan. Was mich verwundern würde. Aber gut. Und ich glaube, das Rednerpult ist echt was geworden. Moment, ich check noch kurz was. Beziehungsweise bau schnell was. Zack und zack. Und den hier mit einem Zack noch schnell zum Zack. Schaut es euch an. Ist okay, oder? Mit quasi eingelassenen Zinn. Finde ich, kann man sich echt geben. Das Einzige, was fehlt, ist weg. Ist halt hier die Säule und hier die Säule. Beziehungsweise zwei hoch mache ich die eher. Guckt es euch an. Geilo. Denn jetzt passt das auch ein bisschen besser und sieht einheitlicher aus. Man kommt jetzt also hier rein, zieht hier ein Haus. Das tatsächlich karg aussieht. Da kommt hier ein Fenster rein. Das ist generell das Problem. Das ist wirklich so keine Deko gibt und die Häuser dadurch halt wirklich teilweise einfach, hier seht das, echt langweilig aussehen. Da kommt man hier rein, hier raus und ist dann sozusagen im Innenhof mit einem Rednerpult. Auf das kommt hier auch ein Typi, beziehungsweise eine Typin und die rednert jetzt da oben. Darunter ein biges Zelt mit einem Lagerfeuer drin. Guck mal, Leute, wir können die dazu bringen, dass die hier rumlaufen. Das ist nice. Das ist richtig nice. Richtig geil. Das heißt, wir haben hier Bewohner. Hier haben wir dann unseren kleinen Zäunli, der nach hier hinten abgrenzt. So ist unsere kleine Hütte. Hier habe ich noch so ein Wanddings reingemacht, damit es halt irgendwie durch die Fenster und so, wenn man reinguckt, so ein bisschen, wisst ihr, dann ist da halt was drin. Hier macht der Baum die natürliche optische Barriere, wenn man so hier halt so lang kommt, so dö, dann sieht der Baum so aus, als würde der das hier so abschließen. Dann kommen wir zur Mine, auf die ich wirklich super geil finde, wo einfach ein bisschen gefarmt wird sozusagen. Und eben das Zelt und eben das Rednerpult, wo ich dann stehe und die Minimäusen sind so alle unten im Innenhof und denken sich so: oh Sharksuper, bitte sag uns, was wir machen sollen, bitte, bitte. Ja. Ist das nicht cool? Und dann sage ich Ratsatsatsatsatsatsalon. Und alle düsen ins Haus und Zelt und verstecken sich, weil sie so viel Schiss dann kriegen. Das ist so meine Wunschvorstellung jetzt hier von dem kleinen Innenhöfchen gedönt. Was mich stört, ist halt hier die Fläche, weil die macht das Bild kaputt von so einem kleinen, engen, nicen Dorf. Schreibt mir gerne, was ich hier bauen soll. Ich habe da wirklich Bock drauf bekommen. Und generell, wenn ihr auch Bauideen habt, hier unten ist auch noch übelst viel Platz für kleine sneaky Sachen oder so. Schickt mir gerne Bilder. Schickt mir euer Leben. Eure Unterhosestrümpfe. Bestaunt mit mir die Burg. Ich muss aber sagen, im Vergleich zu dem Haus ist die Burg halt absolut krank, beziehungsweise im Vergleich zu hier den Fernlenkflug. Wow, 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 wow.
Bam. Anschlag auf den Redner. Ist das hier eher ein bisschen pummelig, aber sowas muss halt auch gemacht werden, damit, wenn man hier irgendwie da mal Leute reinholt, die das begutachten, die sich so richtig angesneakt fühlen. Also hier lang kommt so, oh, ich bin ein Zuschauer. Oh, was ist denn das für ein Haus? Krass, wow. Krass, ein Zelt. Oh, ich raste ja aus. Wow, hier ist der Echo drin. Wow, krass. Tür auf und, oh, yo, yo, was ein Steinbock. Oh. Dass sie halt so gar nicht mehr auf ihr Leben klarkommen. So ist es halt aktuell nicht. Klar. Liegt halt auch daran, dass Häuser hier wirklich schwer umzusetzen sind. So eine Burg geht halt einfach viel besser. Also was ihr mir jetzt sagen könnt, ist, wie kann ich mein Dorf verbessern? Und hier um das Teil werde ich, denke ich, noch eine Burg bauen. So eine kleine. Kleiner 3x3 Außenposten einfach nur für die Optik. Eingang machen wir nicht nach hinten. Den Eingang machen wir hier, würde ich sagen. Zack, open. Und dann gibt es hier direkt eine Treppe hoch. Hier gibt es direkt einen niceen Holzboden mal. Hier gibt es nice Holzsteinwände. Das Ganze alles natürlich wieder 1000-mal upgegradet. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, wie es läuft. Muss alles schwarz sein. Schwarz ist schon wieder schwarz. Schwarz gesagt. Was? Ist er ein Rassist? Ich bin kein Rassist, ich bin höchstens ein Rassist, weil ich alle wegrasiere, die sich mir in den Weg stellen. Aber das ist ein ganz klarer Unterschied. So, hier kommt so ein Ding hin. So eine kleine Schutzbarriere. Dass kleine, zappelige Kinder nicht ins Loch da fallen. Wäre schade. Um das Loch. Nicht um die Kinder. Jetzt, meine Freunde, staunet und seid bestaunt. Löchle rein. 3, 2, 1, Spender sein. Ah, war eine falsche Werbung, sorry. Und so sieht der ganze Hase jetzt von unten aus. Einfach wie so ein kleines Burg-Add-on, aber das ist noch nicht fertig. Da sehe ich aber noch ganz schön viel Bedarf. Aufholbedarf gibt es auch für dich in Mathematik. Also Burjex-Sharks Nachhilfestunde. 20.000 Euro. Und du wirst versprochen zum Mathe-Pro. Alternativ wirst du zum Obergo. Wie ApoRed sagen würde, mit Overflow. Okay, Jungs, ich habe einen kleinen Oberturm noch gebaut, weil das erfahrungsmäßig eher nach Sauron aussieht. Und es sieht nach Sauron aus. Fatz in Saurons Face. Da muss ich sagen, mit der Burg bin ich jetzt schon wieder mehr zufrieden. Das passt viel besser zusammen so. Und hier jetzt irgendwie eine Hängebrücke rüber, aber Hängebrücken kriegt man schlecht hin. Und in dem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, das Dorf ist nicht zu scheiße. Schreibt mir gerne, was ich sonst noch bauen soll. Ansonsten sehen wir uns morgen um 12 Uhr, wenn ich meine Mütze ausziehe. Ha! Überraschung! Ich hab euch lieb. Das passiert, wenn ihr nicht liked. Please abonnier mich, please schnell. Please abonnier mich, please schnell, please schnell. Please abonnier mich, please schnell, please schnell. Please abonnier mich, please schnell, please schnell. Please schnell.